Hey, wir haben es heute Abend vom Thema Protect Your Skin. Aber was bedeutet das genau? Hey, ich habe die Leute gefragt, wie ihre Haut heute gerade aussieht, ob gerade vielleicht ein roter Sonnenbrand drauf ist, ob vielleicht gerade ein Summertan drauf ist, der abfärbt, oder ob die Haut gerade trocken ist oder man gar keine Veränderung sieht. Aber ich habe eigentlich nicht von der Haut geredet, sondern ich habe eigentlich vom Glauben geredet. Und ich habe nachher gefragt, wie es der Glaube gerade aussieht, wie es im Glauben aussieht, hey, ob der Glaube momentan gerade voll ausgetrocknet ist, ob der Glaube momentan vielleicht gerade echt viele Verletzungen durchgemacht hat und wie so rote Tan hat, beziehungsweise eben nicht ein Tan, sondern ein roter Sonnenbrand. Oder ob vielleicht genau aber auch mega ein guter Tan ist, der anstecken kann und andere kann befeuern. Und gleichzeitig haben wir darüber geredet, wie wichtig es ist, den Glauben zu beschützen. Hey, der Nehemia hat in der Bibel Jerusalems Mauern wieder aufgebaut, wo sie zerstört waren, wo sie runtergebrannt waren und wo das Chaos herrschte. Er ist zurückgegangen und er hat als allererstes mit anderen Leaders zusammen die Mauern wieder aufgebaut und hergerichtet. Und danach hat er dem Volk einfach nochmal mega das Wort von Gott mitgebracht und ihnen gegeben und ihnen gezeigt, was Ordnung ist und was gehört. Wie es gehört, sich Jesus anzubeten, weil ein riesen Chaos dort herrscht hat. Und hey, genauso dürfen wir das mitnehmen für unser Leben. Denn Nehemia hat das Geheimnis verstanden, dass wir eine Mauer bauen sollen, um unseren Glauben zu schützen. Und mit dieser Mauer ist nicht gemeint, dass wir andere Leute ausschliessen, dass wir uns isolieren und niemand mehr an uns anlassen, sondern dass wir weise überlegen, was darf in unser Leben hineinkommen, was darf in unseren Glauben hineinreden, welche Einflüsse dürfen Einfluss haben und was müssen wir vor unsere Stadtmauer austragen und sagen, weisst du was, Enttäuschungen, Verletzungen etc. Ihr bleibt draussen, euch lassen wir nicht rein. Und es ist mega ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass wir aktiv uns bewusst sind, dass wir den Glauben schützen, dass wir den vor Jesus bringen und immer auch wieder uns anschauen und merken, hey, wo in meiner Mauer muss ich mich wieder festigen, wo fehlt ich ein Stein? Und der Nehemia hat nicht alleine die Mauer gebaut, sondern er hat seine Freunde, er hat Leaders mit reingenommen und gesagt, hilf mir die Mauer bauen, lass uns zusammen die Mauer aufbauen. Darum überleg du dir vielleicht auch gerade praktisch, wer kannst du mit ihnen nehmen? In deinem Glaubensleben? Wer kannst du fragen und sagen, hey, schau mal bei mir an, wo hat es vielleicht noch ein Loch, wo ich die Mauer noch weiter bauen kann? Oder hey, vielleicht eben ist deine Mauer mega stabil momentan. Du sagst, hey, sorry, momentan ist mein Glaubensleben on fire. Dann nimm das Feuer und träg es aus in andere Series. Dann geh bei anderen mit bauen. Dann bis in einen Coach und stehe ihnen an die Seite an. Ich glaube, jeder von uns hat es gegeben und gleichzeitig lass uns anschauen, lass uns wachsam sein und einfach sehen, was Schutz braucht für unseren Glauben, wo tatsächlich manchmal einfach viel schneller auch wieder aus der Bahn geworfen werden, als wir denken. Darum nimm das mit und vielleicht schaust du einfach selber mal an, wo gibt es Sachen bei dir, wo du darfst du aufräumen in deiner Stadt drinnen. Wo ist vielleicht gerade noch nicht sauber, wo ist gerade noch nicht richtig? Wo hat es vielleicht Verletzungen oder Spannungen, wo wir sind? Wo hat es vielleicht Leute, die bei dir reinreden, die reingekommen sind in die Mauern, die nicht reinkommen sollten? Wo hat es Lügen, die der Teufel dich angegriffen hat? Und du darfst es einfach nehmen an der Hand mit Jesus und rauslaufen und das einfach abgeben und loslassen.